Okay, spielen wir um den Diamanten. Okay, spielen wir um den Diamanten. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Gut so. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Fünf-Kartenspiels. Ich gebe jedem von uns fünf Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Ja, das ist auf jeden Fall die beste Idee, die man haben kann. So weit wie ich sie werfen kann, Sie niederträchtiger Dieb. Ihnen vertrauen, nicht die Spur, Sie dreckiger Lügner. Ich vertraue darauf, dass ihr beiden der niederste Abschaum der Gesellschaft seid. Sie wissen gar nicht, was Vertrauen heißt. Sie Dieb! Ich sag mal, Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Ein gutes Blatt, ein gutes Blatt. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Ja, und jetzt? Ach Mensch, hier, schlechtes Blatt. Zombie-Piratenpuppe auch mal angucken. Er ist so hübsch. Oh, und ein schlechtes Blatt. Pik 2, Herz 3, Kreuz 4, Kreuz 8 und ein Karo König. Was für ein schreckliches Blatt. Oh. Ja, und nun? Ich habe ein wirklich schlechtes Blatt. Offenbar finden Sie Ihr Glück nicht in den Karten. Ich dachte, wir wären uns einig, dass Sie nicht mehr so lachen wollten. Ich habe ein Full House. Asse und Könige. Du verlierst. Vielleicht sollten Sie es noch einmal versuchen. Darauf könnt ihr wetten, ich werde diesen Diamanten gewinnen. Machen Sie Ihren Einsatz, Mr. Threepwood. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Kommt, los geht's. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. So, schon wieder ein schlechtes Blatt. Was haben wir denn diesmal? Pik 2, Herz 3. Hey, Moment mal. Das ist exakt das gleiche Blatt, das ich beim letzten Mal hatte. Wie ist das nur möglich? Ah, es ist eine interessante Wendung des Glücks, Mr. Threepwood. Ich habe ein Totass. Ich habe ein Paar. Sie haben verloren, Mr. Threepwood. Vielleicht wendet sich das Glück noch zu Ihren Gunsten. Vielleicht sollten Sie es noch einmal versuchen. Nein, danke. Okay, Freunde, wenn ihr betrügt, dann... Kann ich hier nicht einfach eine Abkürzung nehmen? Klippe, Entschuldige. Ich will zurück nach Blood Island. Ja. Okay. So, dann warte doch mal. Mal gucken, das wird bestimmt klappen. Hier liegen ja noch ein paar Karten rum. Können wir die nicht alle einfach nehmen? So, wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt eine oder Tarotkarten? Wie viele sind denn das? Ich habe 5 Todkarten. Das kann nicht gut sein. Doch, ich glaube, das ist ganz hervorragend. Halt, bevor wir losfahren, können wir uns noch eine holen? Oder ist hier Madame Xima so ein bisschen ausgelastet gerade, so psychisch? Madame Xima, ich... Hinfort! Das Auge ist so geil. So, jetzt aber zurück und zurück und zurück. Und gleich wieder zurück. Geh schneller, Guybrush. Geh schneller. La 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 la. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. So, und ab dafür. Und diesmal werden wir hoffentlich gewinnen. Wenn wir 5 Totasse haben, müsste das ja eigentlich reichen. Wenn schon betrügen, dann mit Stil, Freunde.
So. Ich will noch einmal um den Diamanten spielen. Machen Sie Ihren Einsatz, Mr. Threepwood. Hier, bitteschön. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Jawohl. Kartengeber, mach schon, Kartengeber. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Sehr gerne. Was haben wir denn da? Ein schlechtes Blatt ist ja kaum zu glauben. Das sind noch nicht einmal richtige Spielkarten. Was ist das für ein Spiel? Na, aber hier haben wir doch richtige Spielkarten. Ein Fünfling. So. Nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Die Frage bleibt jedoch, ob Sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Ja! Nicht lange, du Kleiner! Ouch. Knall ihm eine, nicht mir, du Kretter! Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Zuerst muss ich noch eine Sache erledigen. Wirklich? Was denn? Wer ist da? Ach, du bist's nur. Warte, was tust du da? Hilfe! Hilfe! Was? Ja. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das... Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Skep Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo. Jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Auf bald, Waliser. Oh, warte. Wo liegt nochmal Scam Island, sagtest du? Ost-Nord-Ost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Auf bald. Ups. Ich hab vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. Oh. Ja, ach Mensch, ich darf wieder. Der arme Waliser. Dabei war Skep Island, ich erinnere mich, da war ja noch die Würstchenbude. Monkey Island 2, eine schöne Zeit. Können wir die benutzen? Setz die Segel in Richtung Spaß. Die Stimme. Ich will dein Freund sein. Ach, Lass uns eine Sandburg bauen. Ach Mensch, ich will mich übergeben. Ich werde dich bis ins Jenseits verfolgen. Ja, mit deinen doofen Sprüchen. So, aber schon niedlich, ich hätte auch gern so einen. So, wir haben den enormen Diamant. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Und wir haben einen massiven Diamantverlobungsring. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Und wir haben einen massiven Diamantverlobungsring. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Und wir haben einen massiven Diamantverlobungsring. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Und wir haben... Ja, ich halt ja schon die Schnauze. So, ja, dann haben wir doch jetzt eigentlich alles, was wir hier... Oder gibt es hier noch... Währenddessen auf Monkey Island. Noch ein paar Rekruten mehr für meine unbezwingbare Armee der Untoten. Ah, wie sieht's aus? Ich hoffe, dass ihr meine Braut auftreiben konntet. Wo ist der Kutterköter? Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Oh Mann! Ich hab sie! Wo? Sie sind auf Blood Island, Sir. Hol
Tötet sie! Oh. Ja, das war ja eine schöne Einlage. Auf jeden Fall will ich da... Das erinnert mich so ein bisschen an den Heidepark. Ja, Schiffswrack Lichtung. Ah, sie ist noch da. So ein Glück. Mitnehmen können wir sie leider nicht. Nichts für ungut, Elaine, aber du bist viel zu schwer für mich, um dich hier rumzuschleppen. Aber was können wir jetzt... Ach so, wir könnten ihr ja den... Ah! Ah! Elaine, geht es dir gut? Guybrush? Wo sind wir? Alles in Butter. Wir sind auf Blood Island. LeChucks Ring war mit einem schrecklichen Fluch belegt, aber ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Du bist in Sicherheit und alles wird gut. Alles wird gut? Oh. Kapitel 5. Der Kuss des Spinnenaffens. Schön gesagt, mein Kind. Aber spar dir den Atem, Mädchen. Den brauchst du noch, um ja, ich will zu kreischen. Wo sind wir? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Ort, Threepwood? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dich hier eingesperrt, damit du üble Qualen durchlebst. Warte, ich erinnere mich. Ich habe diesen Ort schon mal gesehen. In einem schrecklichen Albtraum. Es war kein einfacher Albtraum, Guybrush. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Oh nein, es kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist der Jahrmarkt der Verdammten. Ei, der Jahrmarkt der Verdammten. Du Ungeheuer, warum hast du uns hierher gebracht? Da gibt es zwei Gründe, du armseliger Freibeuter. Ich werde dich foltern und töten und Elaine mit einem Schatz überhäufen. Du vergeudest deine Zeit, LeChuck. Elaines Liebe lässt sich nicht erkaufen. Ah, aber es ist ein ganz spezieller Schatz. Der berühmte Schatz von Big Whoop. Big Whoop? Ei, genau der Piratenschatz, den du gesucht hast, bevor ich dich erwischt habe. Tja, ach so, ich darf jetzt. Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Threepwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Huch. Ja, aber wie soll denn Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha! Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Ich weiß nicht. Also mich würd's nerven, wenn Tag und Nacht die ganze Zeit mein Bart kokelt und wenn ich pennen will, dann ist immer hell, weil mein Gesicht brennt. Wäre doch irgendwie blöd.